Ich habe mir aus China direkt dieses ganze Multitool bestellt. Heute ist es kommend. Jetzt wollen wir mal ein bisschen damit rumspielen, oder? Hallo, willkommen. Mein Name ist René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Voll toll, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses ganze H. Was steht drauf? 302H. Und wie komme ich überhaupt darauf, dass ich mir das bestellt habe? Und zwar ein Survival-Trainer-Kollege, der Benny Panek, der für mich auch Designs und andere Sachen macht, Survival-Trainer-Ausbildung bei mir macht und alles, der hat das nur in schwarz, glaube ich. Ja, in schwarz hat das. Und der sagt, das ist so super und so leim und er hat das immer dabei. Und dann habe ich mir mal gedacht, ich bestelle es mir auch. Und ich habe es mir auf Amazon angeschaut und dann habe ich mir gedacht, weil ich in letzter Zeit immer wieder bei GearBest und bei Alibaba bestelle, also direkt bei den Chinesen, aber dieselbe Ware. Ja? Und das ist halt dann schon einmal deutlich günstiger, aber es hat einen Nachteil. Du kriegst den Link zu beiden unten auf Amazon und natürlich auch auf GearBest. Und das Problem ist, bei Amazon ist es ein bisschen teurer. Prime, ich habe es in einen oder zwei Tage da. Und ich bin ein guter Kunde bei Amazon, also ich bestelle manchmal ganz selten was. Ja, nur für den Beruf, nur für den Beruf. Niemals zum Vergnügen werde ich was bestellen. Nur beruflich bitte, ja. Aber wenn ich das Ganze jetzt günstiger bestelle, obwohl es dasselbe Produkt ist in China, dann dauert es. Also ich habe auf das Teil 2 Wochen gewartet und ja, ist ganz einfach so, aber jetzt ist es da. Ich habe schon ein bisschen damit herumgespielt, was mir gleich einmal positiv aufgefallen ist, das ist, dass man hier diese Seitenschneider wechseln kann. Ich habe einen Leatherman, einen Wave, den ich jetzt ein Jahr habe ich den jetzt im Einsatz, da werden wir auch einmal meine Erfahrungen mit dem teilen, aber der hat das zum Beispiel nicht, da kann man das nicht tauschen und das finde ich praktisch, weil das ist bei mir schon ein bisschen abknudelt, weil ich halt mit dem Ding immer ganz schön herumfetze. Das ist praktisch, dass man das hier bei diesem hier wechseln kann. Und das nächste ist auch, ich bin bei den Multitools ja auch immer sehr heikel. Die müssen normal aufgehen und das tut es. Das ist einfach richtig schön. Da finde ich jetzt gar nicht mal, dass es irgendwie schlechter oder besser ist als bei Leatherman oder beim Swiss Tool, was ich auch in Zukunft bald mal herzeigen werde. Aber egal, gut. Also das passt mal alles. Dann hat es da innen drinnen so ein kleines Drehtchen, damit es wieder aufgeht. Also ein Federchen, damit das automatisch wieder aufgeht. Das finde ich praktisch. Das finde ich wirklich praktisch. Und ich habe da jetzt mal so richtig fest andrückt, also es geht top und es bricht nicht gleich was ab. Das ist mir nämlich auch schon einmal passiert. Da habe ich mal fest zusammendrückt, kling, hat es gemacht. Gut. Der Zugriff auf die Werkzeuge geht von außen, das heißt, man braucht es nicht aufmachen und kann auch mit einem Einhandöffenmechanismus 42A konform, rein ist nicht 42A konform, so ist die Welt. Und jetzt ist es verriegelt. Dann gibt es da einen kleinen Hebel, den zieht man runter und dann kann man es wieder einklappen. Dann. Ja, da hatten wir jetzt diese Klinge und den Zugriff zu den anderen Dingen, da jetzt zum Beispiel zu der Schere, die geht auch ganz gut auf und auch ganz gut nett, ist dann verriegelt, muss man dann wieder zumachen. Der Zugriff zu den anderen kleinen Teilchen, die da drinnen sind, der ist ein bisschen fummelig, das muss man jetzt ernsthaft einmal so sagen. Da muss man nämlich zuerst einmal das Messer und dann kann man da und da und das ist irgendwie ein bisschen... Ja, das gefällt mir nicht so gut. Dann ja, ist aber so, aber der Preis ist natürlich auch heiß. Also ich gebe da unten den Link auf Amazon oder auf Best Gear oder Gear Best oder wie die heißen, was weiß ich. Und mit dem muss man ganz einfach zurechtkommen. Die Säge, die werden wir dann nachher gleich einmal testen, die schaut jetzt, die ist hinten nicht so scharf, schon ein bisschen. Ja, wir werden dann Feuerstahl damit spielen, aber nicht so scharf wie andere. Aber ausreichend wird sicher mit Feuerstahl funktionieren, da eine kleine Säge. Ich bin gespannt, wie aggressiv das Teil wird. Dann hier noch einmal der Wellenschliff, das kennen wir auch von anderen Herstellern, die das auch gerne machen. Dann hier noch einmal eine Klinge in klein, ja, eine kleine Klinge mit diesem Loch da, ich weiß noch nicht genau wofür das da ist, da werden wir noch drauf kommen mit der Zeit, ich hoffe zumindest, dass man drauf kommen wird. Und dann eben hier die Möglichkeit, einen Bit-Halter und da wird mitgeliefert, in der Tasche, so eine Nylon-Tasche, ist eh ganz lieb. Ja, da kann man jetzt dann nachher zum Beispiel ja, diesen Torxinger daher nehmen und setzt das da auf und dann den Torxinger drauf mit dem Bit-Aufsatz und dann kann man bitisieren. Nein, dann kann man schrauben damit. Leider hat es keine Möglichkeit, dass man das da einrastet, das geht leider nicht, ja, sondern da fallen dann alle anderen raus, das passiert aber jetzt nur, weil ich nicht mich gespielt habe. Ja, so. Oder? Das geht ja auch ganz leicht raus da jetzt. Das müssen wir uns noch genauer anschauen. Aber das geht leider nicht. Das geht
Leider nicht. Geht das raus? Nein, jetzt ist es wieder eingerastet. Nein. Das war nur, weil es nicht komplett... Ja, dann geht das alles auf. Passt, nein, ist alles gut. Ich habe schon geglaubt. Müll. Ich freue mich ja immer, wenn ich auf was draufkomme, was nicht so gut funktioniert. Aber bei dem ist das einmal in Ordnung. Auch die Geschichten hier, ist einiges drauf, was man so brauchen kann. Hat natürlich auch sein Gewicht dadurch, aber so soll es sein. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen was spielen. Ja, dann machen wir mal einen kleinen Test. Wir tun ein bisschen was anschnitzen. Und ein bisschen Locken wieder produzieren. Also scharf ist es. Also ich habe schon schärfere Messer in der Hand gehabt, aber es ist nicht so übel. Ja, also ich finde jetzt, dass die Locken bei dem Buchenholz gar nicht mal so schlecht sind. Ich meine, es gibt sicherlich... Ich habe Messer, die bessere Ergebnisse liefern, aber dafür, dass es ein Multitool ist und auch noch so ein günstiges dazu, so ein Bomber, wobei Ganzo natürlich auch schon ein bisschen einen Namen hat, also es ist nicht mehr so, wie wenn du Hutschitsching kaufst oder so irgendwas um 2,30 Euro. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen mehr ausgeben. Ich weiß nicht, Link findest du eh unten auf Amazon und wie gesagt auch von diesen Gear-Based-Leuten. Was mir jetzt auffällt, was zeige ich dir da jetzt? Ich zeige dir meine Diva Hände. Ja, da an dieser Stelle und da habe ich eine Druckstelle. Und zwar, du nimmst das Messer und hältst es so. Auch wenn das ein bisschen, du müsstest das ein bisschen weiter hinten nehmen, dann ist aber nicht mehr, dann kann man aber nicht mehr so schön einen Druck aufbauen. Aber wenn man es da vorne nimmt, dann sind die Teile da, diese Pins, die Daumenpins von der gegenüberliegenden Seite im Weg und das tut ein bisschen weh. Gut, jetzt nehme ich es ein bisschen weiter hinten. Ja, da geht's. Also du musst mal weiter hinten nehmen. Muss auch aufpassen, dass man nicht dieses Element hier, dass man da nicht zu viel drauf greift. Für alle, die auch Diva-Hände haben, so wie ich, ist das eine Information. Aber wenn du sagst, ja, ich habe Hände, ich bin ein richtiger Mann und nicht so ein Erdbeer wie der eine, dann kannst du wurscht sein. So, gut. Das Messer hinten. Na, da geht nichts, also das funktioniert nicht. Dann nehmen wir mal unsere Säge. Yeah, die Säge. Dann machen wir gleich einmal schauen. Geht gar nicht mal so schlecht. Geht wirklich gar nicht mal, wie gesagt, geht gar nicht mal so übel. Ja. Also, ist in Ordnung. Ja? Ist wirklich in Ordnung. Gibt's nichts. So, dann Feuerstahl. Aha, das geht auch so. Warte mal. Na, dann schauen wir mal. Funken gehen nicht genau dahin, wo ich hin will. Also es gibt bessere Striker als das hier, muss ich sagen. Aber auch schlechtere. Ein bisschen Material reinarbeiten. Ja, jetzt hat es kurz brennt! Noch einmal Material reinarbeiten, niemals aufgeben und immer positiv bleiben. Das ist eine Survival-Regel vom Rainer Rossmann. Da muss er sich auch selber dran halten, der Eierbär. Komm, eingeladen! Naja. Also es ist ja nicht so, dass ich das erste Mal in meinem Leben mache. Aber jetzt... Ja, also ist ganz schöne Challenge jetzt gewesen. Ich weiß schon, jetzt wird irgendwer sagen, Rainer, du musst feinere Locken machen. Ja, feiner ist einfach nicht gegangen. Aber jetzt funktioniert es. Der Rücken der Säge ist meiner Meinung nach nicht scharf genug. Also ich habe das gleich gemerkt, wie ich es rausgenommen habe. Es ist okay, aber ja... Es gibt da ganz einfach bessere Methoden. Vielleicht könnte man die Klinge da verwenden.
Also das, boah, das machen wir jetzt gleich noch einmal. Da ist so ein kleines Klingenteil drauf. Ha, ich mache noch einmal Federsticks und probiere das noch einmal mit dem da. Ja, das macht Spaß. Also ich nehme jetzt gleich den hier her. Den selben, damit es nicht heißt, du nimmst anderes Holz. So, den nehmen wir jetzt gleich her. So, das packen wir wieder ein. Wo haben wir unsere Klinge? Ja, so. Und ich nehme jetzt nur die Rückseite, die andere Seite. So. Ergebnis gekommen als vorher. Deutlich, deutlich schneller. Aber es ist sicher ein besserer Striker als unsere Säge. Naja, ist halt so. Ja, was ist mein Fazit? Also mein erstes Fazit ist gar nicht mal so schlecht für diesen günstigen Teil. Es ist kein Billigteil, sondern ein günstiges Teil. Schaut euch die Preise unten an. Und ja, also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Auch das Gewicht. Also ich habe mir das schlimmer vorgestellt, als es das ist. Also es ist ein bisschen schwerer als mein Wave. Ja, aber jetzt gar nicht mal so arg, weil es gibt ja auch immer wieder China-Bomber, die man bekommt, die einfach absoluter Müll sind. Und das möchte ich hier bei dem definitiv nicht behaupten. Manche fragen sich natürlich, wozu braucht man überhaupt ein Tool? Ich frage, wozu braucht man kein Tool? Das ist meine Antwort drauf. Aber vielleicht machen wir mal ein Video. Schreib mal einen Kommentar, ob dich das interessiert, wo ich einfach herzeige, was man alles mit so einem Tool im Alltag tun kann. Wenn dich das interessiert, schreib mal bitte einen Kommentar. Das war's jetzt dazu. Ich mag dir um einen Daumen nach oben bitten und ich mag dich auch einen Kommentar bitten. Nämlich, kennst du dieses Ganze? Erzähl mal ein bisschen was, erzähl uns ein bisschen drüber was, was du davon hältst. Das wäre sehr, sehr nett. Link zu dem Produkt findest du unten auf Amazon und auf Gearbest. Schau dir mal an, ob dich das interessiert und wo momentan der Preis steht. Der wird andauernd hin und her geschoben von beiden Anbietern. Das sind ja Hund. Das ist ganz einfach so. Ich sage danke fürs Dabeisein. Aber wenn es das erste Mal hier bist, da geht es zum Reini Rossmann Kräutermentor-Programm. Also wenn dich Dinge wie Pflanzen und Bäume interessieren, dann schau dort einmal rein. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei bist. Dein Reini Rossmann. Ciao.